So, einen wunderschönen guten Morgen. Ich habe noch eine kleine organisatorische Anmerkung. Für all diejenigen, die noch nicht ausgecheckt haben aus dem Hotel, können das in aller Ruhe nach diesem Vortrag machen. Da haben wir nochmal 15 Minuten Pause. Und in der Mittagspause, dann ist da noch ein bisschen viel los vorne an der Rezeption, wer es noch nicht gemacht hat. Und als nächstes hören wir Martin G. Loschwitz mit OpenStack zur eigenen Cloud. Viel Vergnügen. Dankeschön. Das freut mich, dass so viele da sind. Das heißt offenbar, dass MySQL erstaunlich gut funktioniert, wenn keiner wissen möchte, wie man das troubleshootet. Das ist super. Darf Sie ganz herzlich begrüßen zu diesem Vortrag mit OpenStack zur eigenen Cloud. Ich möchte Ihnen heute OpenStack ein kleines bisschen näher bringen. Gestatten Sie mir, dass ich mich kurz vorstelle. Mein Name ist Martin Gerhard Loschwitz. Ich lebe und arbeite in Wien, bin dort allerdings nicht geboren. Vielleicht haben Sie es am Akzent ein bisschen gehört, sondern in einer ganz kleinen Stadt namens Viersen am Niederrhein, ganz in der Nähe von Holland. Ich publiziere recht regelmäßig für diverse Linux-Zeitschriften. Möglicherweise hat der ein oder andere da meinen Namen schon mal gesehen. Ansonsten bin ich auch Debian-Entwickler, pflege für Debian GNU/Linux hauptsächlich den Linux HA Cluster Stack, das heißt ChorusSync und Pacemaker und alles, was da so dranhängt. Und auf Messen trifft man mich auch gelegentlich, so wie jetzt gerade. Mein liebstes Hobby ist dieses, das heißt, wenn mich jemand von Ihnen in Wien mal besuchen kommt und ich gehe dann so durch die Gegend, dann wissen Sie, was ich am Abend vorher getan habe. Und ansonsten, wenn ich all das nicht tue, dann arbeite ich für Astexo. Astexo ist ein junges Dienstleistungsunternehmen in Österreich. Wir haben im Wesentlichen drei Bereiche, in denen wir unsere Dienstleistungen anbieten, nämlich einerseits das klassische HA-Geschäft, Pacemaker, Chorusing und so weiter. Das zweite ist dann Storage, DLBD, CF-Cluster, alles was dranhängt. Und schließlich OpenStack, also Cloud Computing mit eben dieser OpenStack-Cloud-Lösung. Und genau deswegen bin ich ja heute da. Ich wusste, irgendwas habe ich vergessen. Das brauchen wir noch. So. Der Vortrag heute gliedert sich im Wesentlichen in drei Teile. Die erste Frage, die ich stellen möchte, ist, was ist denn eigentlich dieses Cloud Computing? Sie haben gestern schon die Möglichkeit gehabt, zwei Vorträge zum Thema zu hören, in denen zwei der großen verfügbaren Cloud-Lösungen vorgestellt worden sind, nämlich OpenNebula einerseits und Eucalyptus andererseits. Ich möchte gerne auf die Frage eingehen, was ist denn dieses Cloud Computing eigentlich? Im zweiten Teil kommt dann die detaillierte Vorstellung von OpenStack und schließlich die Frage, wohin entwickelt sich denn diese OpenStack-Lösung eigentlich? Ja? Es ist die jüngste, es ist auch diejenige mit dem größten Momentum, wie man im Englischen sagt, also die, wo sich im Augenblick die meisten Unternehmen für interessieren. Und an der Stelle ist es dann ganz interessant, einfach mal zu schauen, wohin geht denn da die Reise. Jeder redet von der Cloud. Ja? Wer von Ihnen hat vorher von OpenStack noch nichts gehört? Oje, okay. Gut, wer von Ihnen betreibt im Rechenzentrum irgendeine Form von Virtualisierung? Das ist meistens so. Und wer von Ihnen hat Interesse daran, Automatisierung im Rechenzentrum einzuführen, um sich diese Arbeit zu erleichtern? Wer jetzt nicht mehr aufzeigt, ich weiß ja nicht. Ja? Dieser Begriff Cloud Computing ist im Augenblick in aller Munde. Ja? Allein die Tatsache, dass diese Konferenz drei Vorträge dazu hat, unterstreicht schon so ein bisschen die Bedeutung von diesem Thema. Das Problem mit dem Begriff Cloud ist, es gibt keine allgemeingültige Definition davon. Das heißt, wir leisten uns in Österreich zwar drei staatliche Wetterdienste, aber nicht mal wir haben ein Wolkenamt, das festlegt, was ist denn die Cloud. Die Verwendung des Begriffs ist absolut inflationär. Jeder redet davon, und zwar in völlig unterschiedlichen Kontexten. Abkürzungen, die Sie in dem Kontext vielleicht auch schon mal gehört haben, Infrastructure as a Service, Software as a Service, Platform as a Service, das wird alles wild durcheinander gemixt verwendet. Und eigentlich weiß keiner mehr so ganz genau, was das denn jetzt eigentlich ist, was daran Cloud Computing ist, was die Cloud sein soll. Und das heißt, die Herausforderung, die da ist, ist eigentlich, diesen Begriff zu definieren. Ja, erstmal herauszufinden, was soll denn Cloud eigentlich sein? Fakt ist, es geht bei der Cloud immer darum, Anwendern, Benutzern möglichst niederschwellig eine Dienstleistung anzubieten. Das heißt so, dass die diese Dienstleistung unkompliziert und flexibel verwenden können.
Die Benutzer sollen sie einfach anwenden können und der Anbieter möchte sich gleichzeitig aber die Administrationsarbeit davon möglichst weit von Beinen schaffen. Das heißt, wenn ein Benutzer sagt, ich möchte eine Dienstleistung in Anspruch nehmen, dann soll er in der Lage sein, das zu tun, ohne dass der Anbieter einer Lösung da etwas tun soll. Ja, ganz konkret Rechenleistung und Speicherplatz, das sind die beiden Komponenten, um die es geht. Und die Herausforderung einer Cloud-Lösung ist, die Möglichkeit zu schaffen, dass Benutzer das tatsächlich on demand kriegen. Und zwar so, dass der Admin, dass der Dienstleister da nicht dediziert noch irgendwas tun muss. Das klingt vielleicht ein bisschen abstrakt. Ich würde das Ganze gerne anhand eines Beispiels erklären. Ich darf Ihnen Heinrich vorstellen. Heinrich ist unser Kunde. Heinrich betreibt einen Kostümladen mitten direkt in Köln und an diesem Kostümladen hängt auch ein Online-Shop dran. Ja, das heißt, ich kann mir bei Heinrich irgendwelche Verkleidungen, irgendwelche Kostüme bestellen. Und wenn Sie sich mal anschauen, wie die Zugriffszahlen auf diesen Webshop von Heinrich aussehen, dann werden Sie feststellen, das ist eigentlich das ganze Jahr über verhältnismäßig konstant. Da tut sich nicht viel. Einmal im Jahr allerdings haben wir da einen kleinen Ausreißer drin. Das ist die Zeit, die den Rheinländern als Karneval bekannt ist. Da finden alle Leute das ganz furchtbar lustig, sich zu verkleiden. Und das ist die Zeit, in der Heinrich in seinem Webshop entsprechend viel mehr Umsatz macht. Das Problem bei der Geschichte ist, der Webshop von Heinrich läuft auf einem einzelnen Webserver. Der funktioniert das ganze Jahr über auch verhältnismäßig gut. Da gibt es keine Schwierigkeiten. Allerdings, eben in der Zeit, in der diese ganze Karnevalsgeschichte läuft, also vorrangig am Anfang des Jahres, ist dieser Server mit der Last, die er bearbeiten soll, einfach überlastet. Ja? Das heißt, der kann dann einfach die Last, die auf diesem Server anliegt, nicht mehr ordentlich bearbeiten. Und das findet Heinrich ziemlich doof. Da geht ihm nämlich Geschäft. Das heißt, Heinrich muss sich etwas ausdenken, um dieses Problem zu lösen. Der klassische Ansatz zur Lösung dieses Problems wäre jetzt, naja, wenn ein Server nicht reicht, dann stelle ich halt zwei hin. Ja, problematisch an der Geschichte, an dieser Art der Lösung ist erstens, das kann ich nicht sofort machen. Das heißt, wenn ich sage, naja, ich habe einen Server und ich muss jetzt einen zweiten haben, dann muss ich die Hardware kaufen, die Hardware muss installiert werden, das Ding muss ins Rechenzentrum, das muss irgendwie in die bestehende Infrastruktur eingebaut werden. Erstens dauert das und zweitens kostet das Geld. Ja, weil die Dienstleistung, die dafür notwendig ist, natürlich auch irgendwie bezahlt sein möchte. Und wie Sie sehen können, ist Heinrich davon nicht begeistert. Wenn Sie sich die Übersicht, die Zahlen in dieser Zugriffstabelle nochmal anschauen, dann werden Sie auch feststellen, wenn die heiße Phase vorbei ist, am Anfang des Jahres, wenn die Karnevalssession vorbei ist, dann hat Heinrich anschließend zwei Server da stehen, von denen einer im Grunde permanent nichts tut. Ja. Er hat das Ding, aber er kann es nicht sinnvoll nutzen, weil in dieser Zeit auch der eine Server, der vorher schon da war, problemlos in der Lage wäre, die Last, die da anfällt, tatsächlich zu schultern. Das heißt, dieser neue Server hat de facto mehr als 10 Monate lang eigentlich nichts zu tun. Klassischerweise würde man dieses Problem lösen, indem man sagt, okay, wir haben nicht den Webshop von Heinrich auf einer physikalischen Maschine, sondern wir haben den Webshop irgendwo in einem riesengroßen Verbund von tatsächlichen Servern in Form einer virtuellen Maschine und wenn Heinrich mehr Performance dafür braucht, dann gibt man ihm halt eine zweite virtuelle Maschine. Ja. Virtuelle Maschinen lassen sich in Sekunden schnell installieren, ich brauche da keine neue Infrastruktur für schaffen. Die Verrechnung erfolgt idealerweise nach Gebrauch, das heißt auch dafür fällt keine Arbeit an und wenn Heinrich das Ding nicht mehr braucht, dann meldet er es einfach ab und dann ist die ganze Geschichte fertig und Heinrich muss dafür auch nichts mehr bezahlen. Das findet Heinrich super, denn Heinrich findet, er spart deswegen Geld. Ich habe jetzt immer von Virtualisierung gesprochen. Das ist der eine Teilbereich, über den sich diese Art der Dienstleistung erstreckt. Haben Sie da bitte im Hinterkopf immer auch das Storage. Ja, also da geht es nicht nur um Virtualisierung, sondern da geht es auch um klassische Storage-Dienste. Ich brauche irgendwo Platz im Internet, wo ich was hochladen kann. Dropbox ist der Klassiker. Und ich benutze den und solange ich den benutze, zahle ich dafür. Und ansonsten benutze ich den nicht, aber dann zahle ich auch nichts dafür. Ich werde mich im Rahmen dieses Vortrags jetzt vorrangig auf Virtualisierung beziehen, aber Storage spielt da immer auch eine Rolle.
Wie schaut es in dieser Art mit Virtualisierung aus? Ja, wie schaut das da mit Virtualisierung bzw. mit Automatisierung aus? Diese Virtualisierungslösung, die ich gerade vorgestellt habe, wird klassischerweise mit Virtualisierungsclustern erledigt. Ja? Das heißt, so ein Setup da ist da der Klassiker. Ich habe irgendwo einen Verbund aus Servern, wo virtuelle Maschinen laufen. Da läuft Pacemaker, da läuft Libvirt. Ich habe unten drunter mein Storage, auf dem die Daten anliegen. Das muss kein SAN Storage sein, das kann genauso gut so eine Kombination aus Pacemaker und Libvirt sein, mit DLBD unten drunter. Kurze Frage, wer von Ihnen hat so ein Setup oder betreibt so ein Setup? Okay. Das wäre der klassische Ansatz. Auf den möchte ich jetzt hier gar nicht weiter groß eingehen. Die meisten von Ihnen haben sowas wahrscheinlich schon mal gesehen und wüssten im Zweifelsfalle, wie Sie das tatsächlich umsetzen. Die spannende Frage ist, welche Arbeitsschritte muss ich als Admin in so einem Setup immer noch händisch erledigen? Ich muss das Storage einrichten, egal ob das jetzt eine DLBD-Ressource ist, die ich anlege, oder ob das eine LUN ist, die ich auf meinem SAN dafür zur Verfügung stellen muss. Das muss ich im Normalfall händisch tun. Und wenn es ein DLBD-Cluster ist, dann muss ich diese DLBD-Ressource auch noch in die vorhandene Cluster-Infrastruktur integrieren. Ich muss die virtuelle Maschine einrichten. Dazu muss ich ein Betriebssystem installieren. Ich muss die Konfiguration der virtuellen Maschine kennen. Ich muss die Konfiguration entsprechend umsetzen. Ich muss diese virtuelle Maschine in meine bestehende Infrastruktur integrieren. Das heißt, auch die muss in Pacemaker auf so einem klassischen Libvirt-Cluster, die muss ins Monitoring, die muss in eventuell vorhandene RRD-Geschichten rein. Verrechnung nicht zu vergessen, der Benutzer, der sowas verwendet, soll das ja nach Möglichkeit auch bezahlen. Das heißt, ich muss möglicherweise in meiner Buchhaltung dafür noch eine eigene Geschichte anlegen, einen eigenen Eintrag einlegen. Das heißt, von Automatisierung kann an dieser Stelle nicht wirklich die Rede sein. Und das hat mit Automatisierung alles nicht viel zu tun. Wie kriegen wir das hin, dass wir diese Automatisierung da einbauen? Ja, welche Lösung haben wir, um eine Automatisierung da zu erreichen? Man stelle sich vor, wir haben einen Admin, der an dieser Stelle nur rein zufällig Ähnlichkeit mit mir hat. Und der möchte Heinrich jetzt sein Problem lösen. Welche Komponenten benötigen wir, um dieses Problem in den Griff zu kriegen? Wir brauchen eine Schnittstelle für den Benutzer. Ja, wir müssen dem Benutzer die Möglichkeit geben, wenn er eine Dienstleistung in Anspruch nehmen möchte, dann muss er das können, und zwar möglichst einfach. Das heißt, ich kann nicht erwarten, dass mein Benutzer irgendwelche Linux-Kenntnisse hat. Er muss das mit einem Web-Frontend oder wie auch immer leicht und einfach über die Bühne bringen. Das heißt, wir brauchen ein funktionierendes, intuitives GUI für das. Ich brauche auch irgendwas, das mir eine Benutzerverwaltung innerhalb dieses Setups garantiert. Denn es soll ja nicht jeder meine Dienstleistung in Anspruch nehmen können. Möglicherweise habe ich Kunden, die diesen Dienst nutzen, bei denen dann bestimmte Administratoren irgendwas dürfen und andere wieder nicht. Ich brauche etwas, das die Authentifizierung innerhalb dieser Lösung übernimmt, der das einzelnen Benutzern bestimmte Sachen erlaubt und anderen Benutzern Dinge verbietet. Dazu gehören auch so Faktoren wie Netzwerk. Nicht jede virtuelle Maschine in so einem Cluster darf in alle Ressourcen im Netzwerk, darf auf alle Seiten zugreifen und so weiter und so fort. Das heißt, auch da findet eine Zugriffskontrolle statt und ich brauche einen Dienst, der diese Zugriffskontrolle für mich abwickelt. Wenn ich eine virtuelle Maschine deployen möchte, dann braucht das Ding ein Betriebssystem. Ja, das heißt, ich kann keine virtuelle Maschine ohne irgendein Betriebssystem deployen. Wenn mein Benutzer sich eine virtuelle Maschine anlegen möchte, dann muss er in der Lage sein, sich per Knopfdruck von irgendwo einem Betriebssystem herzuholen, das in dieser virtuellen Maschine läuft. Und zwar ganz ohne, dass er noch irgendwas Besonderes dafür tun müsste. Das heißt, auf irgendeine Art und Weise muss ich dem Benutzer vorgefertigte Images von Betriebssystemen zur Verfügung stellen, die er dann in seiner virtuellen Maschine laufen lassen kann. Ich muss mich um das Netzwerk kümmern. Virtuelle Maschinen gehören in vorhandene Netzwerkstrukturen integriert. Möglicherweise sollen die virtuellen Maschinen eines Kunden in einem eigenen WLAN laufen, sollen nur Zugriff auf die Server innerhalb dieses WLANs haben. Bestimmte Benutzer dürfen nur einzelne Dinge. Auch so Geschichten wie IP und Connect-Adressen. Ja, woher kriegt eine virtuelle Maschine, die ein Kunde sich anlegt, eine IP-Adresse, die diese virtuelle Maschine von außen erreichbar macht? Ich brauche eine Komponente, die mir mein Netzwerk automatisch konfiguriert, um neue virtuelle Maschinen tatsächlich in die vorhandene Struktur zu integrieren. Und last but not least brauche ich eine Komponente, die die ganzen Komponenten, die ich gerade beschrieben habe, zusammenhält. Die also kontrolliert, welche Komponente tut was.
was ist mit Benutzeranfragen zu machen, wie werden die entsprechend verarbeitet. Und damit sind wir genau beim Thema, nämlich bei der Lösung für diese Fragen bei OpenStack. OpenStack ist als Projekt entstanden im Juli 2010, und zwar als eine Cloud-Plattform auf Open-Source-Basis. Das heißt, OpenStack ist streng Open-Source-Software, durchgehend geschrieben in Python, steht unter der Apache Software License. Die erste Release von OpenStack ist im November 2010 erschienen, der Codename damals war Austin. Ursprünglich waren zwei Unternehmen an OpenStack beteiligt, nämlich die NASA, dürfte jedem ein Begriff sein, die amerikanische Weltraumbehörde, einerseits und Rackspace andererseits. Rackspace ist einer der größten Hosting-Anbieter der Vereinigten Staaten, dem einen oder anderen von Ihnen vielleicht bekannt als Hoster von GitHub. GitHub läuft in Rackspace Rechenzentren. Das heißt, diese beiden Unternehmen waren die Ausschlaggeber für das OpenStack-Projekt. Mittlerweile ist die Liste der Firmen, die OpenStack unterstützen, weit länger. Im Augenblick sind es 166 Firmen, die an OpenStack schon beteiligt sind. Sie sehen es selbst darunter, ebenso Geschichten wie Dell, wie Citrix, aber auch diverse kleinere Unternehmen, die sich mit einzelnen Komponenten von OpenStack näher befassen. Wenn Sie im Augenblick eine Linux-Distribution mit OpenStack-Paketen installieren, dann kriegen Sie dann auch die alte Release-Version, Codename Diabolo, das war die letzte in 2011. Seit ein paar Tagen gibt es die neue, die heißt Essex, hat die Versionsnummer 2011.1 und ist so ziemlich das Aktuellste, was zu kriegen ist, erschienen Mitte April 2012. Und die Frage ist jetzt, wie hilft uns OpenStack, unser Ziel zu erreichen, Automatisierung im Rechenzentrum umzusetzen? Die NASA, die ihren Nebula-Teil, das Projekt Nebula zu OpenStack beigesteuert hat, nicht zu verwechseln mit OpenNebula, das sind zwei eigene Komponenten, zwei einzelne Dinge, stand vor genau dem Problem, das ich im Hinblick auf Heinrich eben auch beschrieben habe. Ich habe Wissenschaftler, diese Wissenschaftler brauchen virtuelle Maschinen, um irgendwelche Rechenleistungsgeschichten abzurufen. Die müssen was berechnen, aber wenn die ihre Berechnung fertig haben, dann brauchen die dieses Gerät nicht mehr. Ja, das heißt, ich kann natürlich jedes Mal, wenn ein Wissenschaftler kommt und sagt, ich brauche jetzt irgendeine Form von Rechenleistung, einen neuen Rechner dafür hinstellen, aber das ist erstens langsam und zweitens habe ich dann irgendwann einen ganzen Haufen von Computern, mit denen keiner mehr was anfangen kann, sodass die NASA eben die Idee hatte, wir entwickeln eine Lösung, die unseren Wissenschaftlern on demand Rechenleistung in Form von virtuellen Maschinen zur Verfügung stellt. Rackspace wiederum hat sich die Aufgabe gemacht, innerhalb von OpenStack das Thema Cloud Storage zu realisieren. Das heißt, ein Dienst, der zum Beispiel vergleichbar wäre mit Dropbox. Ja. Rackspace bietet die Software an, die es Benutzern erlaubt, in die Cloud, also irgendwo in einem Rechenzentrum von Rackspace, beispielsweise Dateien hochzuladen und die dann von überall anders abzurufen oder dort eben auch wieder zu löschen, wenn man sie nicht mehr braucht. OpenStack selbst besteht aus 6 einzelnen Komponenten, die ich Ihnen jetzt der Reihe nach gern vorstellen möchte. Die erste Komponente, die Benutzer und Administratoren im OpenStack-Kontext sicherlich am häufigsten sehen werden, ist das OpenStack-Dashboard. In OpenStack haben alle Komponenten einen offiziellen Namen und einen Codenamen. Ich werde die Namen beide erwähnen. In der Realität werden Sie wesentlich häufiger Horizon lesen als OpenStack-Dashboard. Das Dashboard, also Horizon, ist ein Webinterface, dient als zentrale Schnittstelle meiner Benutzer zu meiner Cloud-Umgebung, soll ihnen die Möglichkeit geben, virtuelle Maschinen zu starten. Es handelt sich um Django, also HTML in Python vereinfacht ausgedrückt, und zwar in Form von WSGI. Das heißt, ich kann das mit jedem Standard Apache Webserver laufen lassen. Das Dashboard kommuniziert im Hintergrund mit allen anderen OpenStack-Diensten und wenn ein Benutzer im Dashboard irgendeine Eingabe macht, dann setzt das Dashboard das entsprechend um und gibt diese Befehle im Hintergrund an die anderen OpenStack-Komponenten weiter. Ich kann im Dashboard virtuelle Maschinen anlegen, starten, stoppen, ich kann neue virtuelle Maschinenprofile anlegen, ich kann meinen virtuellen Maschinen IP-Adressen zuweisen oder zugewiesene IP-Adressen von diesen wieder entfernen, je nachdem, welche Aufgabe ich da machen möchte. Und wie gesagt, ist es die zentrale Schnittstelle für alle Benutzer, die in meiner Cloud etwas tun möchten.
habe es gerade gesagt, das Zeug kommuniziert mit allen anderen OpenStack-Diensten im Hintergrund. Falls sich wer wundert, wie das funktioniert, das Ganze verwendet AMQP, nämlich in Form von RabbitMQ. Ja, das heißt, das ist ein RabbitMQ, der da installiert sein muss, damit die OpenStack-Dienste miteinander kommunizieren können. Den muss man nur installieren. Der funktioniert in der Default-Konfiguration problemlos. Auf Ubuntu ist das ein apt-get install RabbitMQ Server und damit ist das Thema eigentlich schon abgefrühstückt. Der zweite wichtige Dienst in OpenStack ist OpenStack Compute. Das ist ein großes Modul, das wiederum aus einzelnen Untermodulen besteht. In den meisten Fällen wird es einfach Nova heißen. Ja? Man wird sich darauf als Nova beziehen. Und das ist die Komponente, die eigentlich die zentrale Management-Ebene von OpenStack ist. Das heißt, alles, was in OpenStack irgendwo passiert, wird über Nova abgewickelt. Das Compute-Modul ist dafür verantwortlich, virtuelle Maschinen zu starten, wenn der Benutzer das im Dashboard fordert. Das Ding muss auch so Dinge tun wie Netzwerkkonfiguration einholen, virtuelle Maschinen stoppen und so weiter und so fort. Einzelne Komponenten innerhalb von Nova erledigen das. Wie eben schon erwähnt, es sind mehrere einzelne Untermodule. Nova API ist die zentrale Zutrittsstelle für Administratorenbefehle. Das heißt auch, wenn ich im Dashboard über dieses Web-GUI irgendwelche Befehle ausführe, dann werden die an Nova API weitergegeben und Nova API weiß, was es damit zu tun hat, wie es sie interpretieren muss. Ich kann Nova API auch auf der Kommandozeile direkt ansprechen. Das heißt, ich brauche dazu nicht das Web-Frontend und diese Instanz kann letztlich in der gesamten Wolke nur ein einziges Mal existieren. Ja, das heißt, Nova API betreut im Hintergrund zum Beispiel auch die MySQL-Datenbank, in der die Informationen gespeichert sind. All das ist die Aufgabe von Nova API. Nova Compute, die sogenannte Compute-Komponente, ist der Teil, der auf meinen Virtualisierungsknoten läuft. Das heißt, wenn ich 20 Server habe, auf denen grundsätzlich virtuelle Maschinen laufen können, dann läuft auf jedem davon ein Nova Compute. Und Nova Compute ist verantwortlich dafür, dass die Ressourcen, die in meiner Wolke vorhanden sind, in Nova ideal aufgeteilt werden. Wenn auf einem Knoten eine virtuelle Maschine gestartet werden soll, dann führt der Administrator das entsprechende Kommando aus. Und Nova schaut dann, auf welchem Compute-Knoten ist tatsächlich noch eine Ressource frei und schickt dann den Befehl an Nova Compute, das auf diesem spezifischen Computing-Knoten läuft und sagt, starte mir doch mal eine virtuelle Maschine. Das heißt, wenn auf einem meiner Virtualisierungsknoten ein KVM gestartet wird, dann ist Nova Compute die Komponente, die das unmittelbar tut. Übrigens, das nur zur Info, Nova Compute erfindet ausgezeichneterweise das Rad an dieser Geschichte nicht neu. Nova Compute verwendet im Hintergrund die libvirt. Ja, das heißt, die Virtualisierungsbibliothek, die es ohne ihn schon gibt, die erprobt ist und die gut funktioniert. Und wenn Nova Compute eine virtuelle Maschine startet, dann tut es das, indem es eine entsprechende libvirt-Konfiguration generiert und dann der libvirt sagt, starte mir doch mal diese jeweilige virtuelle Maschine. Wir haben als dritte wichtige Komponente Nova Volume. Nova Volume ist das, was meinen virtuellen Maschinen innerhalb der OpenStack-Wolke Volumes zur Verfügung stellt, auf denen ich persistent speichern kann. Sie kennen das vielleicht von Amazon AWS. In so einer klassischen virtuellen Maschine kann ich Daten ablegen, aber wenn diese VM-Instanz dann mal irgendwann weg ist, sind die Daten, die drin waren, auch weg. Wenn ich persistent speichern möchte, dann muss ich das in Form eines Volumes tun. Dieses Volume kann mir Nova Volume zur Verfügung stellen, in frei konfigurierbaren Größen. Das ist dann in einer virtuellen Maschine letztlich eine zusätzliche Festplatte auf Systemebene, in die ich dann entsprechend schreiben kann. Und wenn meine virtuelle Maschine dann aus irgendwelchen Gründen mal weg ist, kann ich woanders eine neue virtuelle Maschine starten und da das gleiche Volume wieder einhängen und habe dann die Daten, die ich auf diesem Volume abgelegt habe, tatsächlich dort auch wieder zur Verfügung. Das ist die Komponente, die im Rahmen der nächsten OpenStack-Version, nämlich Folsom, einiges an Überarbeitung erfahren wird. Ja. Im Augenblick ist das Ding nicht besonders intelligent. Das wird allerdings in der nächsten OpenStack-Version einen kompletten Rewrite durchlaufen und wird dann in der Lage sein, tatsächlich Volumes innerhalb meiner OpenStack-Wolke sinnvoll zu verwalten und im Hintergrund auf verschiedene Storage-Typen zuzugreifen und so weiter und so fort. Das wird dann in der nächsten OpenStack-Version der Fall sein.
Ich habe eben gesagt, meine virtuellen Maschinen brauchen ein Betriebssystem. Zu diesem Zweck gibt es in OpenStack den Image Service, Codename Glance. Und Glance dürfen Sie sich tatsächlich so vorstellen, wie es da jetzt dargestellt ist. Das ist eigentlich ein Image-Automat. Ja? Ich starte als Benutzer eine virtuelle Maschine. Ich gebe Nova bzw. OpenStack, dem Dashboard, die Informationen mit auf den Weg, welches Image das verwenden soll. Und wenn dann auf meinen Virtualisierungsknoten diese virtuelle Maschine tatsächlich gestartet wird, dann lädt Nova sich aus Glance, aus diesem Image-Store, das entsprechende Image herunter. Kopiert das lokal auf diesen Virtualisierungsknoten und startet dann aus diesem die virtuelle Maschine. Ich bin in Glance nicht darauf angewiesen, irgendwelche Betriebssysteme zu verwenden. Das ist betriebssystemagnostisch. Das heißt, ich kann ein Linux-Image nehmen, ich kann ein Windows-Image nehmen, ich kann auch jedes andere Betriebssystem-Image nehmen, vorausgesetzt, ich kann das jeweilige Betriebssystem innerhalb einer KVM virtuellen Maschine laufen lassen. Ansonsten sind der Kreativität da keine Grenzen gesetzt. Einzige Voraussetzung, es muss wirklich ein fertiges Betriebssystem-Image sein. Das heißt, es muss einen Bootloader haben. Ich muss es wie ganz normale Images auch laden können. Und damit ist die ganze Geschichte klar. Unterstützt genauso wie die libvirt selbst verschiedene Typen von Images. Ich kann ein VMware-Image nehmen, also ein VMDK-File. Ich kann Qcore-Images nehmen, also das native Image-Format von KVM. Ich kann aber auch Amazon AWS-kompatible Images nehmen. In AWS finde ich ja für fast jedes Betriebssystem ein fertiges Image. Auch die kann ich in meinen Glance-Image-Store einspielen und die entsprechend verwenden. Im Hintergrund pflegt Glance übrigens genauso wie alle anderen OpenStack-Dienste eine MySQL-Datenbank, mit der es alle Informationen zu seinen Images entsprechend abspeichert. Die jüngste Komponente in OpenStack, zumindest im offiziellen OpenStack-Teil, ist Quantum. OpenStack Networking ersetzt die alten Networking-Funktionen, die in Nova, also in OpenStack Compute selbst drin waren. Und das ist im Wesentlichen ein vollständiger Netzwerkmanager, der mir alle Möglichkeiten der Konfiguration bietet, so wie ich es eben beschrieben habe. Kann insbesondere OpenVSwitch, wer von Ihnen hat von OpenVSwitch schon mal was gehört? Gut, sind ja doch einige. OpenStack Quantum erlaubt es mir, mit OpenVSwitch meine Netzwerkeinstellungen entsprechend zu managen, wenn der Switch das kann. Ansonsten wickelt das aber auch die ganz normalen Netzwerkgeschichten ab. Das heißt, Quantum ist verantwortlich, um einer virtuellen Maschine, die ich erstelle, eine IP zuzuweisen. Wenn ich WLANs habe, dann kann ich auch das mit Quantum entsprechend erledigen. Das ist quasi so die Round-Robin-Netzwerklösung für alles, was irgendwie netzwerktechnisch anfällt. Quantum ist auch die Stelle, die Netzwerkberechtigungen verwaltet. Das heißt, wenn ich sage, eine virtuelle Maschine darf von außen nur von bestimmten Hosts kontaktiert werden, dann ist Quantum das, was das weiß. Und wenn ich sage, Quantum soll dieser virtuellen Maschine nur erlauben, bestimmte Adressen außen anzusprechen, dann ist doch das eine Information, die in OpenStack Quantum gespeichert ist und die entsprechend aus OpenStack Quantum herauskommt. Was uns jetzt noch fehlt, ist die Benutzerverwaltung. Wird in OpenStack erledigt durch Identity, Codename Keystone. Auch da wird man Keystone wesentlich häufiger finden als Identity. Tut im Wesentlichen tatsächlich nichts anderes als Benutzerverwaltung. Das heißt, ich kann in Keystone meine Benutzer anlegen. Das Ganze ist ein Zwei-Schichten-Modell, ein Zwei-Ebenen-Modell. Einerseits gibt es die Mandanten, im Englischen Tenants. Das ist eigentlich das, was Sie, wenn Sie sich das Ganze auf Unix-Systemebene vorstellen, als Benutzergruppe kennen. Und dann gibt es die tatsächlichen Benutzer. Ein Benutzer kann ich einem bestimmten Tenant zuordnen und innerhalb eines Tenants kann ich Benutzern unterschiedliche Berechtigungen geben. Das heißt, ich kann festlegen, Benutzer A darf virtuelle Maschinen starten, stoppen und sonst was und Benutzer B darf nur anschauen, welche virtuellen Maschinen laufen. Das Ding wickelt auch Admin-Logins zum Beispiel im Dashboard ab. Das heißt, wenn ich Benutzer habe, die sich am Dashboard anmelden, dann greift das Dashboard im Hintergrund auf Keystone zurück und holt sich von dort die entsprechenden Benutzerinformationen. Das waren jetzt 5 Komponenten. Ich habe eingangs erwähnt, es gibt 6.
Die sechste Komponente ist jetzt ein bisschen außerhalb von denen, die ich gerade erläutert habe. Stellen Sie sich das am besten und tatsächlich etwas voneinander getrennt vor. Die sechste Komponente ist der Object Store, heißt auch Swift, und Swift ist der Teil in OpenStack, der die Cloud-Storage-Geschichte ermöglicht, ja, der also meinen Benutzern die Möglichkeit gibt, Daten, so wie man es aus Dropbox kennt oder aus anderen Diensten, Drive, Google Drive oder so, innerhalb meiner Wolke zu speichern. Das hat mit der Virtualisierungsebene direkt zunächst gar nicht viel zu tun. Swift stellt Benutzern einfach auf Zuruf, auf Request, Online-Speicherplatz innerhalb der Cloud zur Verfügung. Es handelt sich um einen Object Store, wie der Name das schon sagt. Gibt es eine Frage, oder? Okay. Es handelt sich um einen Object Store, wie der Name schon sagt. Für alle, die sich unter einem Object Store so direkt nichts vorstellen können, eine kurze Erläuterung dieses Prinzips. Ein Object Store benötigt als Grundlage Server mit lokalem Storage. Das heißt, ich habe 10 Rechner. Die 10 Rechner haben jeweils lokale Festplatten, die ich als Storage verwenden kann. Und was der Object Store in dieser Konfiguration jetzt eigentlich macht, ist genau das. Wer ist so jung, dass er nicht mehr weiß, was das ist? Gut, hervorragend. Man kann sich einen Object Store tatsächlich als Jukebox vorstellen. Ja? Der greift im Hintergrund auf das lokale Storage der Rechner zu, die ihm zur Verfügung stehen, und spuckt oben Dateien aus, die Benutzer da hineingelegt haben. Was im Inneren von diesem Object Store passiert, interessiert mich als Benutzer gar nicht genauer. Ich will eigentlich nur, dass ich eine Stelle habe, wo ich meine Daten hochladen kann. Und wenn ich die Daten dann von woanders wieder herunterladen möchte, dann will ich, dass dieser Object Store mir genau diese Information ausspuckt. Und das ist eigentlich die Rolle, die OpenStack in dieser ganzen, beziehungsweise die OpenStack Swift in diesem ganzen OpenStack System zur Verfügung stellt. Das Ganze ist nahtlos zu erweitern. Das heißt, wenn ich drauf komme, ich habe zwar ein Swift Storage innerhalb meiner Wolke, aber es ist schon speicherplatzmäßig verhältnismäßig knapp, dann kann ich neue Knoten mit mehr Storage da im laufenden Betrieb hinzufügen, sodass ich also tatsächlich ein nahtlos skalierbares Storage erhalte, bei dem ich nicht in Gefahr laufe, dass das Ding mal irgendwann voll wird und ich möglicherweise ein neues SAN oder irgendetwas dazu kaufen muss, um wieder dafür zu sorgen, dass ich Speicher in der Wolke habe. Wie schaut es nun also mit der Automatisierung innerhalb dieser Lösung aus? Wir haben gesagt, Automatisierung ist das große Ziel von Cloud-Lösungen. Und welche Aufgaben hat OpenStack da? Welche Möglichkeiten bietet OpenStack, um den Prozess der Erstellung einer virtuellen Maschine für mich tatsächlich zu automatisieren? Ich zeige Ihnen das kurz exemplarisch am Beispiel von einer virtuellen Maschine. Heißt ganz konkret, wir stellen uns jetzt mal unseren tapferen Cloud-Admin vor, und dieser tapfere Cloud-Admin hat das Web-Frontend vor sich. Ja? In dem Falle ist es jetzt der Admin, der die virtuelle Maschine anlegt. Sie können sich an der Stelle auch Heinrich vorstellen. Wenn Heinrich weiß, wie man ein Web-Interface bedient, ist das für ihn kein größeres Problem. Der Benutzer sagt im Web-Frontend, ich möchte jetzt eine neue virtuelle Maschine haben. Und der Benutzer sagt, diese virtuelle Maschine soll bitte mit Ubuntu Linux laufen. Damit hat das Dashboard alle Informationen, die es benötigt. Das heißt, von da kommt der Request, ich brauche jetzt eine virtuelle Maschine. Und in diesem OpenStack-Konglomerat, in dieser Lösung, finden jetzt verschiedene Prozesse statt. Erstens, dieser Request trifft bei meiner Nuva-API auf, also bei der zentralen Komponente, die alle anderen OpenStack-Dienste verwaltet. Und die Nuva-API denkt sich, aha, interessant, da gibt es einen Benutzer und der möchte gerne eine neue virtuelle Maschine starten. Schön und gut. Das Erste, was Nuva-API macht, ist bei Keystone, also beim Identity Service, nachfragen, wer ist das und was darf der? Welche Möglichkeiten darf ich dem denn eigentlich einräumen? Es kommt die entsprechende Information zurück. Das ist Heinrich, den kennen wir, der darf eine virtuelle Maschine starten und diese virtuelle Maschine darf auch im Netzwerk tatsächlich auf alles zugreifen. Der nächste Schritt ist, dass Nuva-API bei Quantum, also beim Netzwerkmanager, nachfragt, liebes Quantum, ich bräuchte meine IP-Adresse für die neue virtuelle Maschine vom Heinrich.
Quantum denkt sich, okay, Quantum gibt eine neue IP-Adresse her, in einem vorher fest definierten Pool von IP-Adressen. Ich kann Quantum sagen, welcher IP-Bereich ihm zur Verfügung steht. Und zwar sowohl für private Adressen als auch für die öffentlichen Adressen. Das nennt sich dann Floating IP. Wenn Sie sich so eine Netzwerkkonfiguration vorstellen, dann wissen Sie, die einzelnen virtuellen Maschinen können über lokale Interfaces miteinander kommunizieren, aber ich kann aus Quantum heraus auch öffentliche Adressen zuweisen. Fakt ist, unser Nova API weiß jetzt, es soll eine virtuelle Maschine entstehen mit Ubuntu. Die darf grundsätzlich erstellt werden, weil der Benutzer, der das will, existiert. Und wir wissen, welche IP-Adresse das Ding kriegt. Das heißt, jetzt kommt der Schritt, in dem die Virtualisierungsknoten eine Rolle spielen. Exemplarisch hier dargestellt. Nova schaut mal, auf welchem Knoten läuft denn noch keine virtuelle Maschine. Wo schadet es am wenigsten, wenn ich jetzt eine virtuelle Maschine starte? Und es kommt raus, es gibt genau einen Knoten, auf dem diese virtuelle Maschine oder auf dem noch keine virtuelle Maschine läuft. Das heißt, Nova API sagt dann dieser virtuellen Maschine, du, starte mal für den Benutzer Heinrich eine VM mit Ubuntu, die IP-Adresse ist diese. Und der Virtualisierungsknoten, auf dem Nova Compute läuft, weiß, okay, ich weiß, was ich tun soll, schickt einen Request an den jeweiligen Image-Server, denn er muss ja ein Betriebssystem-Image haben für diese Ubuntu-Installation. Und der Image-Server sagt, okay, du willst Ubuntu haben, bitteschön, schickt das Image entsprechend zurück. Damit hat der Virtualisierungsknoten alle Informationen zusammen, die er braucht. Er generiert daraus eine Lib-Virt-Konfiguration, startet dann die virtuelle Maschine. Das heißt, die VM für den Benutzer Heinrich läuft und schließlich meldet dieser Knoten an Nova API zurück. Die virtuelle Maschine ist jetzt gestartet und ab jetzt kann Heinrich diese virtuelle Maschine auch tatsächlich benutzen. Das läuft vollkommen automatisch ab. Das heißt, hier war, abgesehen davon, dass ich jetzt als Admin in dem Falle geklickt habe, eigentlich keine Intervention nötig. Und wenn Heinrich weiß, wie er das Webinterface bedient, dann kann Heinrich das notfalls auch selber. Fakt ist, in diesem Beispiel ist Automatisierung tatsächlich gegeben. Ja, wir haben da eine durchgehende Automatisierung und als Admin müssen wir uns da eigentlich um nichts weiter mehr kümmern. Jetzt denken Sie sich vielleicht, das ist ja schön, was der komische schwarze Mann mir da vorne erzählt. Ich glaube das nicht so ganz. Würde Ihnen im nächsten Fall, in den nächsten Minuten gerne diese Lösung noch tatsächlich kurz vorstellen. Nämlich in Form einer Live-Demo. Jetzt kann ich diesen schönen Satz auch mal sagen. Ich habe da schon was vorbereitet. Jetzt machen wir das aber sinnvollerweise so, denke ich. Gut. Also, das ist das OpenStack-Dashboard, in diesem Falle mit Ubuntu-Theme. Wenn man ein Ubuntu installiert und darauf ein OpenStack laufen lässt, dann sieht das so aus. Übrigens, Ubuntu im Augenblick die Referenzplattform für OpenStack. Ja, das gibt es auch für andere Distributionen, aber wie gesagt, im Augenblick ist Ubuntu die Referenzplattform. Und an diesem Webinterface können wir uns jetzt einloggen. Und dann sieht das Ganze so aus. Das Wölkchen, auf dem das läuft, steht übrigens da unten, nur falls irgendjemand sich fragt, wo das herkommt. Man sieht auf den ersten Blick Statistikdaten für in diesem Falle den aktuellen Monat, also den Monat April. Und wenn ich mir jetzt vorstelle, ich als Administrator möchte da eine virtuelle Maschine starten, dann kann ich das ganz einfach tun. Ich klicke da oben links auf Project, habe dann links den Eintrag Instances and Volumes und sehe, im Augenblick gibt es da keine definierten Volumes, also keine Speicher, die ich festgelegt habe und es gibt auch keine einzige virtuelle Maschineninstanz. Das möchte ich jetzt im Beispiel ändern. Das heißt, ich klicke oben rechts auf Launch, komme dann auf die Seite mit den Images. Da kann ich sehen, welche Images in meinem Glance Image Store grundsätzlich vorhanden sind. Ich sehe zum Augenblick nur eines, nämlich Ubuntu. Das kann ich auswählen und wenn ich dann rechts auf Launch klicke, dann muss ich noch festlegen, welchen Namen diese virtuelle Maschine haben soll. Nehmen wir einfach mal diesen. Ich kann auch genauere Informationen dazu angeben. Ich kann festlegen, welches Hardware-Profil diese virtuelle Maschine verwenden soll. OpenStack unterstützt ganz ähnlich, wie das gestern auch bei Eucalyptus und OpenNebula war, verschiedene Hardware-Profile für virtuelle Maschinen. Das heißt, ich kann hier in diesem Fall eine kleine Hardware-Konfiguration auswählen. Ich kann aber entsprechend auch entsprechend große Konfigurationen auswählen, wo die virtuellen Maschinen dann mehr zu tun hätten.
Und ich kann von vornherein festlegen, dass in diese virtuelle Maschine, die jetzt gestartet wird, ein SSH-Schlüssel reingespielt werden soll. Gerade bei diesen Ubuntu Server Images ist das gar keine schlechte Idee. Die erlauben nämlich per Definition keinen passwortbasierten Login, weder als Root noch als Benutzer Ubuntu. Das heißt, wenn ich ein Ubuntu starte, sollte ich hier im Beispiel auch tatsächlich einen Schlüssel auswählen. Ne? Ich kann unten noch festlegen, welche Security Groups diese virtuelle Maschine fallen sollen. Ich nehme da jetzt einfach mal Default, weil andere ohnehin nicht definiert sind. Und wenn ich diese Einstellungen vorgenommen habe, dann kann ich hier unten auf Launch Instance klicken. Spätestens jetzt sollte dann eigentlich der Vorführeffekt kommen. Schauen wir mal. Im Hintergrund passieren jetzt so ein paar Dinge. Das schaut dann im Novalog so aus, wenn Sie sich jemals mit OpenStack beschäftigen, dann gewöhnen Sie sich an diesen Anblick. Das Ding produziert pro Sekunde ungefähr 300 Zeilen Log. Außer es gibt einen Python-Stack-Trace, dann sind es 800. Schaut dann jedenfalls so aus. Wenn die virtuelle Maschine gestartet ist, dann steht im Webinterface da, welche IP-Adresse das Ding hat. Es ist im Augenblick nur eine lokale IP-Adresse, aber ich kann mich jetzt mit diesem Login auf meiner virtuellen Maschine einloggen, wenn sie denn schon gestartet wäre. Wenn ich bei SSH noch nicht drauf komme, habe ich die Möglichkeit, aus dem Webinterface heraus VNC zu verwenden. Schaut dann im Wesentlichen so aus. Das sind wohl gerade noch die Bootmeldungen. Okay. Aha, das dauert immer ein bisschen, bis Ubuntu da gestartet ist. Ja, bitte. Und damit bin ich auf dieser virtuellen Maschine dann tatsächlich eingeloggt. Dauert jetzt noch ein bisschen, weil in der virtuellen Maschine kein funktionierender Name-Server eingerichtet ist. Aber wir werden da gleich sehen, dass dann da die Shell dafür kommt. Na bitte. Und das ist jetzt genau diese virtuelle Maschine, die ich gerade aus dem Webinterface heraus gestartet habe. Ich kann jetzt, wenn ich sagen möchte, interne IP-Adresse, alles schön und gut, aber ich möchte gerne, dass das Ding von außen auch erreichbar ist, das über das OpenStack Dashboard ebenfalls tun, indem ich auf Access und Security klicke und dem Ding dann sage, okay, ich möchte, dass diese virtuelle Maschine eine Floating IP bekommt. Floating IP ist in dem Falle zwar auch eine in einem privaten Netz, aber eine in einem Netz, von dem aus ich auch mit diesem Notebook hier komme. Ich kann dann diesem Projekt eine IP-Adresse zuweisen aus dem Nova-Pool von Floating IP-Adressen, klicke auf Allocate IP, dann kriege ich hier die IP-Adresse 10.42.0.33. Diese IP-Adresse kann ich jetzt meiner laufenden Instanz zuweisen, in dem Fall also Flux Capacitor, da kann man es im Überblick auch nochmal ganz schön sehen. Wenn ich jetzt auf Associate IP klicke, dann wird diese IP-Adresse meiner virtuellen Maschine zugewiesen. Das sieht man innerhalb der virtuellen Maschine selbst nicht, das geht über IP-Tables-Magie auf dem Host, auf dem die virtuelle Maschine läuft. Geht ja auch nicht anders, weil natürlich irgendwo eine physikalische Verbindung zu dieser IP vorhanden sein muss, aber wenn ich jetzt auf dieser IP-Adresse mich verbinde, okay, der Klassiker, wenn ich mich jetzt auf dieser IP-Adresse verbinde, dann, na Gott, ja, Root-Login geht auf diesen Ubuntu-Images nicht, aber als Ubuntu geht's und wenn ich dann ein sudo-i mache, wie das fertig konfiguriert ist, dann kann ich auch diese virtuelle Maschine von außen verwenden. Das heißt, ab jetzt wäre diese IP-Adresse auch über eine öffentliche, diese virtuelle Maschine auch über eine öffentliche IP-Adresse erreichbar und ich kann sie jetzt verwenden, um meinen Webserver darin zu starten oder was auch immer. Ich kann dieser virtuellen Maschine jetzt auch ein Volume zuweisen, indem ich beispielsweise sage, ich möchte jetzt ein Volume erstellen. Dieses Volume soll einfach Test heißen, soll 1 Gigabyte groß sein. Wenn ich dann auf Create Volume klicke, dann wird dieses Volume innerhalb von OpenStack erstellt. Ich kann es danach meiner virtuellen Maschine zuweisen. Wenn man denn die Tücken vom Touchpad auf macOS überwindet.
Das heißt, ich kann da sagen, ich möchte, dass dieses Volume meiner virtuellen Maschine Flux Capacity dazugewiesen ist, kann diese Zuweisung dann vornehmen. Das geht intern über iSCSI. Das heißt, es wird jetzt auf dem Host, wo dieses Storage ist, an iSCSI exportiert, das dann von Nova Compute auf dem Virtualisierungsknoten angebunden wird. Und innerhalb meiner virtuellen Maschine kann ich dann anschließend sehen, da gibt es jetzt eine neue Festplatte VDB. Die ich dann natürlich auch entsprechend bearbeiten kann, wenn ich das denn möchte. Das heißt, ich kann sie benutzen wie eine ganz normale Festplatte. Wenn diese virtuelle Maschine dann mal aus irgendwelchen Gründen nicht mehr da ist, kann ich das gleiche Volume einer anderen virtuellen Maschine zuweisen und habe die Daten, die da gespeichert sind, persistent. So, jetzt machen wir das so. Ja, nein, das kennen wir schon. Hallo. Abschließend würde ich dann gerne, wie gesagt, noch kurz auf die Frage eingehen, was haben wir in OpenStack in den nächsten Monaten zu erwarten. Wir sind gerade am Beginn des neuen Release-Zyklus, weil die letzte Version im April veröffentlicht worden ist. Das heißt, gerade stellt sich heraus, welche Features in der nächsten Version vorkommen werden. Eines der großen Themen in OpenStack ist das Thema Hochverfügbarkeit. Und wenn wir im Cloud-Kontext von Hochverfügbarkeit reden, dann meinen wir da eigentlich zwei unterschiedliche Arten von Hochverfügbarkeit, nämlich einerseits Infrastruktur H, das heißt Hochverfügbarkeit für die Komponenten, auf denen meine Cloud läuft, für das tatsächliche Blech. Wenn Sie sich diese Folie anschauen, die von eben, dann werden Sie feststellen, es gibt in diesem ganzen Setup einen ziemlich hässlichen Point of Failure, einen Single Point of Failure, nämlich den Knoten, auf dem meine ganzen OpenStack-Dienste laufen. Wenn mir diese Kiste mal aus irgendwelchen Gründen eingeht, dann wird früher oder später völlig zu Recht jemand kommen und fragen, was soll das? Ja, was soll der Unsinn? Das Problem kann ich einigermaßen einfach lösen. Ich habe grundsätzlich die Möglichkeit, wenn ich es auf der Referenzplattform mache, auf Ubuntu, das tatsächlich mit OpenStack und Pacemaker zu lösen. Ich habe auf Ubuntu ein Upstart-Plugin für Pacemaker, das heißt, ich kann jeden einzelnen Upstart-Job und alle OpenStack-Dienste auf Ubuntu haben entsprechende Upstart-Jobs in Pacemaker verclustern. Und habe dann die Möglichkeit, so einen Failover-Cluster zu bauen. In dem Szenario ist alles fein und es läuft tatsächlich so, wie es soll. Wenn dann der Knoten aus irgendwelchen Gründen nicht mehr zur Verfügung steht, wandern die Dienste Pacemaker gesteuert eben tatsächlich auf den anderen Knoten. Wenn ich es nicht auf Ubuntu betreibe, dann gibt es trotzdem Hoffnung. Wir bei Astexo haben in den letzten Wochen angefangen, OCF Resource Agents für die einzelnen OpenStack-Komponenten zu schreiben. Für Glance und für Keystone gibt es das schon. Das heißt, ich kann jetzt auf jedem System Glance und Keystone im Rahmen eines Pacemaker-Clusters betreiben und die anderen Dienste in OpenStack werden dann der Reihe nach folgen. Das zweite große Thema ist die Hochverfügbarkeit meiner virtuellen Maschinen. Jetzt werden die Hardcore-Cloud-Leute kommen und sagen, wenn ich innerhalb meiner virtuellen Maschinen in einer Cloud Hochverfügbarkeit brauche, dann mache ich was falsch. Warum? Weil der Cloud-Ansatz, die ursprüngliche Idee, die einer skalierbaren Webserver-Lösung zum Beispiel davon ausgeht, dass meine virtuellen Maschinen zu jedem Zeitpunkt ausfallen können und es mehr als genug andere virtuelle Maschinen gibt, die einfach diese Aufgabe übernehmen. Ja, stellen Sie sich ein klassisches Webserver-Setup vor. Ich habe irgendwo einen Load Balancer stehen, der einen bestimmten IP-Adressraum verwendet, der ohnehin automatisch kontrolliert, ob einzelne virtuelle Maschinen funktionieren oder nicht, also ob einzelne IP-Adressen für den Webserver erreichbar sind oder nicht. Wenn da mal einer ausfällt, dann fliegt die automatisch aus dem Load Balancer raus. Und es gibt aber immer noch genug andere virtuelle Maschinen, die ich verwenden kann. Wenn dann da ein Virtualisierungsknoten ausfällt und da 3-4 virtuelle Maschinen wegfallen, dann ist das persönlich tragisch für diese virtuellen Maschinen, aber für die Plattform als solche nicht weiter relevant. Die Realität ist eine andere. Die Realität ist, dass die meisten Anbieter die Cloud eben für genau nicht diese Aufgabe verwenden, sondern dass die meisten Anbieter die Cloud verwenden, um Rechenzentrumskonsolidierung zu betreiben. Ja? Und da habe ich dann natürlich ein Problem, wenn ich sage, ich
biete einem Kunden eine virtuelle Maschine an. Und diese virtuelle Maschine soll der Kunde bitte schön benutzen. Wenn er da seine Daten ablegt und dann aus irgendwelchen Gründen der Virtualisierungscluster, also beziehungsweise der Virtualisierungsknoten, auf dem seine VM läuft, weg ist und er startet dann die gleiche VM irgendwo anders neu und hat letztlich wieder ein komplett sauberes Image ohne die Daten, die er vorher abgelegt hat, dann wird der Kunde im erfahrungsgemäßen Fall einigermaßen böse werden. Das heißt, wir müssen einfach dafür sorgen, dass die virtuellen Maschinen innerhalb von OpenStack ebenfalls hoch verfügbar werden. Das ist eines der großen Entwicklungsziele für OpenStack Folsom. Das heißt, es wird in Folsom entsprechende Entwicklungen geben, um einerseits die Implementierung der Hochverfügbarkeit auf physikalischer Ebene, also auf Infrastrukturebene zu erledigen. Und andererseits soll es auch Bestrebungen geben, um innerhalb der virtuellen Maschinen Möglichkeiten zu schaffen, den Ausfall von einzelnen virtuellen Maschinen zuverlässig zu kompensieren. Und zwar so, dass eine neue virtuelle Maschine da ist, die dann aber mit genau den gleichen Daten weitermacht, wie es vorher der Fall war. Das Dashboard wird in den nächsten Monaten ebenfalls einige gewichtige Überarbeitungen erfahren. Das hat sich in dem Release-Zyklus zwischen Diablo und Essex schon deutlich weiterentwickelt, soll aber letztlich verschiedene zusätzliche Funktionen bekommen. Zum Beispiel sollen entsprechend berechtigte Benutzer die Möglichkeit haben, eigene Images in OpenStack hochzuladen über das Dashboard und so weiter und so fort. Und die Möglichkeit, das mit Themes anzupassen, ist jetzt schon da, aber die Themes, das Standard-Theme, was es dafür gibt, das soll ebenfalls noch überarbeitet werden, damit es leichter verständlich ist. Billing ist ein wichtiges Stichwort, ich habe es eben schon erwähnt. Wenn ein Benutzer eine virtuelle Maschine startet, dann soll das Ganze nach Möglichkeit automatisch in meiner Buchhaltung aufschlagen, ohne dass ich dann noch irgendwas Besonderes tun muss. Sie haben eben gesehen, dass statistische Benutzungsdaten im Dashboard schon da sind. In Folsom ist die Idee, dass man Schnittstellen bietet, um das Ganze tatsächlich mit Verrechnungssystemen zu koppeln. Ja, das heißt, dass Daten, die in den Statistikfunktionen von OpenStack anfallen, auch tatsächlich automatisch an entsprechende Billing-Systeme weitergegeben werden können. Monitoring innerhalb der Cloud auch ein Thema, das wichtiger ist, als man auf den ersten Blick glauben möchte, eben wegen des Thema Rechenzentrumskonsolidierung. Ich kann nicht erwarten, dass ein Kunde das hinnimmt, wenn seine virtuelle Maschine weg ist und es merkt keiner. Es gibt schon integrierte Monitoring-Lösungen für OpenStack. Zenos ist das klassische Beispiel dafür, das mir im Webinterface tatsächlich auch erlaubt, innerhalb einer OpenStack laufende virtuelle Maschine direkt zu überwachen. Da soll in OpenStack ebenfalls einiges an Entwicklungsarbeit passieren in den nächsten Monaten, um diese Integration auch mit anderen Monitoring-Lösungen noch enger zu machen. Welche Distributionen kann ich verwenden, um OpenStack zu betreiben? Die Referenzplattform, ich habe es eben schon erwähnt, ist Ubuntu. Ubuntu 12.04, also die in den nächsten Tagen erscheint. Die hat auch ein OpenStack 12, ein OpenStack Essex, also ein 2012.1 mit an Bord, in einem absolut gut gepflegten Zustand. Wenn ich OpenStack ausprobieren möchte, dann ist das sicherlich das Mittel der Wahl. Es gibt auch von SUSE eine Ankündigung, dass ein entsprechendes Cloud-Produkt nach dem Essex-Release auf den Markt kommen soll, das dann eine OpenStack-Installation dem Admin abnimmt, wo ich also letztlich wahrscheinlich ein Add-on kaufen werde und mir dann ein OpenStack installieren kann per Mausklick. Wenn Sie selbst Heinrich sind oder Kunden wie Heinrich haben und das Problem lösen wollen, das Heinrich hat, dann hoffe ich, dass ich Ihnen mit diesem Vortrag ein bisschen Lust gemacht habe, sich OpenStack genauer anzuschauen. Sie haben da drei Links. Der erste Link führt direkt auf unsere Homepage und zwar zu einer Übersichtsseite zum Thema OpenStack, speziell für diesen Vortrag. Da finden Sie einerseits die Folien zu diesem Vortrag, andererseits finden Sie dort auch Links zu den OCF Resource Agents für Glance und Keystone. Das heißt, wenn Sie sich die anschauen wollen, dann sind die dort ebenfalls zu haben. Da finden Sie auch einen Link zu einer Installationsanleitung für OpenStack auf Ubuntu 12.04, die ich vor ein paar Wochen geschrieben habe und die Ihnen die Möglichkeit gibt, mit einem einzelnen Rechenknoten tatsächlich alle wichtigen OpenStack-Dienste aufzubauen, sodass Sie dann eine Self-Contained Cloud in einem Knoten haben, mit der Sie experimentieren können. Wenn Sie wissen möchten, was wir in Sachen OpenStack grundsätzlich machen, dann bietet sich der zweite Link an. Wenn wir irgendwelche Informationen zum Thema OpenStack veröffentlichen, dann können Sie einfach diesen Feed subscriben und dort die entsprechenden Informationen erhalten. Wenn Sie mich direkt kontaktieren wollen und Fragen haben, dann ist die E-Mail-Adresse unten die, über die Sie das tun können. Und damit herzlichen Dank.
Sind noch Fragen im Raum? Fragen. Wollt ihr das Mikro reichen? Ich bin großer Container-Fan. Kann ich nur Images verteilen oder einen Ordner mit Dateien befüllen? Über Glance jetzt, oder? Genau. Na, im Augenblick kann ich Imageformate verteilen. Ich kann aber beispielsweise auch mir von Glance selbst Images konstruieren lassen. Das heißt, ich kann in Glance einen Kernel hochladen und kann ihm sagen, es gibt da ein Basisbetriebssystem, starte mir dieses Basis-Image mit dem Kernel, den ich gerade hochgeladen habe. Auch das geht. Dann könnt ihr sowas nutzen, um mit Debooster was zu befüllen. Zum Beispiel. Super, danke. Na gut. Ansonsten, ich stehe dann gleich draußen noch zur Verfügung. Also wenn auch jemand Fragen hat, ich bin erfahrungsgemäß nicht so leicht zu übersehen. Man darf mich dann gern draußen noch ansprechen. Vielen Dank.